Hey, hier ist der Raphael und heute zeige ich euch nochmal einen Drill für Beckenbeweglichkeit. Und zwar habt ihr schon mitbekommen, dass ihr das Becken vor und zurück kippen könnt und ihr könnt das Becken auch von rechts nach links kippen. Und jetzt wollen wir das Ganze zu einer Einheit zusammenführen. Hierzu stehst du am besten hüftbreit, Knie leicht gebeugt, der Oberkörper wird ganz lang. Dann kippst du das Becken nach vorne, dann nach links oder rechts von euch aus gesehen, zurück und zur anderen Seite. Einmal nach vorne, rechts, zurück und links. Vor, rechts, zurück und links. Versuche das in jede Richtung. Mach es langsam und versuche jede Position so gut einzunehmen, wie es geht. Halt den Oberkörper ruhig, nutze die Beine nur so viel wie nötig und wenn du spürst, dass du damit gut zurechtkommst, lass das Becken einfach kreisen. Auch hier in jede Richtung. Versuche im Oberkörper ruhig zu bleiben und es lohnt sich auch immer mal wieder diese Übung vom Spiegel durchzuführen, um zu sehen, was das Gesicht macht, ob es sich verspannt oder ob der Kiefer mitgeht, all das kann passieren. Ja, probier es aus. Wie gesagt, viel Konzentration auf die Bewegung. Dadurch wird nicht nur die Beweglichkeit und die Koordination besser, sondern du bildest weiterhin auch dein Gehirn aus, denn hauptsächlich ist unser Gehirn dazu da, dass wir uns gut und besser bewegen können. Viel Spaß dabei, bei Fragen melde ich. Hau rein.